Ende ist nah. Wenn ich fertig bin, wird noch die halbe Menschheit existieren. Das haben sie nun davon. Weil die Marvel-Superhelden seit 10 Jahren unschlagbar an den Kinokassen sind, müssen sie in der spektakulären Comic-Verfilmung Avengers Infinity War gemeinsame Sache machen. Um gegen Oberbösewicht Thanos eine Chance zu haben, holen sich Iron Man, Captain America und Co. prominente Unterstützung. Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther und das komplette Team der Guardians of the Galaxy. Mehr Superhelden-Action geht nicht. Nach dem großen Erfolg des ersten Teils wartet auch unsere Erde 2 mit fantastischen Bildern des Planeten Erde auf. Und wenn eine Echse vor einer Horde Schlangen flüchtet, kann das in Sachen Spannung locker mit jedem Hollywood-Blockbuster mithalten. Du bist der von nebenan, oder? Dann bist du wohl die von nebenan. Wie heißt sie? Gloria Graham. Ein großer Name in Schwarz-Weiß-Filmen. Noch nie von ihr gehört. Sie war eine Filmgöttin, die in Ungnade fiel. Filmstars Don't Die in Liverpool erzählt die Geschichte des gealterten Filmstars Gloria Graham. Nicht nur die Chemie zwischen den Hauptdarstellern Annette Bening und Jamie Bell macht das Drama zum Erlebnis. Der Film ist voller Zärtlichkeit und wunderschön inszeniert. Also, was genau tut jemand, der sich um Lieferwege und Logistik fürs Auswärtige Amt kümmert? Ich arbeite am Schreibtisch und schreibe Berichte. Das klingt... langweilig? Dr. Ryan, ich muss Sie bitten, mitzukommen. Was? Sir, wir müssen jetzt gehen. Amazon interpretiert Tom Clancys berühmteste Schöpfung neu und setzt dabei auf Grauzonen statt auf billige Klischees. John Krasinski kämpft als Jack Ryan gegen ein Terrornetzwerk. Eine zweite Staffel von Jack Ryan befindet sich bereits jetzt in Produktion. Gedreht wird unter anderem in Kolumbien. Denn die Gefahr lauert überall, auch heute noch.